Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Montenegro Zero Box von Haiti. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Montenegro Zero von Haiti. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und dann im Detail ansehen. Spiegelt das Ganze auch nicht mehr so. So, also Montenegro Zero oder Montenegro Zero von Haiti. Das Ganze in einer flachen Box erschienen. Die Vorderseite in Türkis und Schwarz. Ansonsten die Box schwarz bzw. weiß gehalten. Wir haben hier groß den Schriftzug Haiti. Dann haben wir hier relativ klein, rechteckig ein Foto von Haiti. Und dann haben wir hier einen Sticker oder ein, ja, ist ein Sticker, eine Inhaltsangabe zur Box. Die kleine macht jetzt Kasse, lesen wir hier. Zwei Sekt- bzw. Champagnergläser und ein Telefon, ein Handy. Limitierte Fanbox, Boxnummer 737. Ich weiß jetzt nicht, was die genaue Auflage war, aber ich schätze insgesamt etwa 1000 Boxen wird es geben, vielleicht auch mehr. Ich habe in dem Fall die 737 inklusive CD-Album plus Untergrund-Weltstar-Mixtape, EP, Zigaretten-Etui, Tuch, Poster und Sticker, einen Barcode und die Credits zum Album. Auf der linken Seite lesen wir Montenegro Zero. Hier ist weiß nicht zu lesen. Nochmals Montenegro Zero, ebenfalls weiß. Und auf der Rückseite haben wir nur zwei, ja, sieht nach Zigaretten aus. Gut, das Ganze eine Clubbox in quadratischer Form. Ich muss sagen, mir gefällt das immer sehr gut, wenn die Deluxe-Boxen durchnummeriert sind. Ich weiß jetzt wie gesagt nicht, was die Gesamtauflage war, aber einfach so hat das in meinen Augen, auch jetzt ohne Gesamtauflage, aber rein von der Durchnummerierung her, für mich einen etwas, ja, persönlicheren Bezug, wenn das Ganze durchnummeriert ist. Gut, wir haben hier einmal ein Poster, dann die Bonus-EP, das Album an sich, das Tape, Zigaretten-Etui, das Tuch dürfte das sein, und dann haben wir hier auch noch einen Sticker. Die Box von innen glatt schwarz. Klappen wir mal wieder zu und dann packen wir mal kurz die Sachen aus, die hier in Plastik eingeschweißt sind. Also zum einen das Tuch, dann natürlich das Album, ist alles in Plastik. Ebenso die Bonus-EP. Also ich muss sagen, ich verfolge die gute Frau, nachdem Rapperinnen ja relativ selten sind im deutschen Rap, verfolge ich die Frau schon eine ganze Zeit lang, also mehrere Jahre. Ich muss ehrlich sagen, ich bevorzuge eher die etwas älteren Sachen. Also meine absoluten Lieblingstracks von ihr sind einmal der Track Italiano, ein Solo-Track von ihr, gab es auch ein Video dazu. Und dann der Track Zeitmaschine, wo sie als Feature-Gast vertreten war. Ein Track von KDM Shay. Dazu gibt es auch ein Video. Also die findet ihr beide ohne Probleme auf YouTube. Muss ich ehrlich sagen, die feiere ich beide extrem. Nicht nur, weil der Text gut ist, sondern weil das Feeling, oder es ist so ein richtiger Ohrwurm-Track. Also sowohl Zeitmaschine als auch Italiano kann ich euch echt nur empfehlen. So. Jetzt hätten wir mal alles befreit. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Also wir haben hier ein Standard Jewel Case. Montenegro Zero lesen wir hier an der Seite.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß bis jetzt nicht genau und es war mir auch nicht möglich, das im Internet irgendwo zu recherchieren. Ich habe leider kein Interview oder keine Ansage gefunden, ob man das jetzt Montenegro Zero ausspricht, also die Zero Englisch oder Montenegro Zero. Wie auch immer, falls das jemand von euch weiß, gerne damit in die Kommentare. Wir sehen hier auf der Vorderseite die Interpretin, also Haiti, hier wird in so einem hellgrün-türkisen Oberteil inklusive so einem Überwurf. Haben wir hier noch so einen Mund mit einer langen Zunge. Auf der Rückseite haben wir die Tracks. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tracks gesamt. Relativ ungewöhnliche Tracklist, muss ich ehrlich sagen. Keine Durchnummerierung. Das sieht man selten. Hier oben lesen wir noch Haiti. Dann haben wir noch einen Barcode. Montenegro Zero. Von diesen 12 Tracks muss ich sagen, ist mein Favorit einmal der Track Nummer 2, Sunny Drive-By, wurde meines Wissens auch als Video ausgekoppelt. Dann kommen wir zum Innenleben. Wir schauen mal kurz in das Booklet. Also, Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier Barracuda 2. Die Frage, was das sein soll. Sieht aus wie ein, ja, wie ein goldener Fisch oder wie so ein Metallteil, das aber so in Fischoptik ist. Also hier hinten mit den Flossen, mit den Rückflossen. Ja, spannendes Objekt auf jeden Fall. Weitere Fotos, die hier alle auf diesem Schiff gemacht sein dürften, also auf dem Barracuda 2 in diesem Fall. Die lilanen Stiefel von Haiti. Ja, hier lehnt sie in knappem Outfit an der Reling. Ungewöhnliches Booklet in meinen Augen, also keine Tracks oder keine weiteren Infos, keine Zeit für euch Bitches, sondern wirklich nur Fotos. Die Kleine macht jetzt Kasse und ein weinendes Auge. Gut. Dann haben wir die CD. Die sieht so aus, schwarz und silber. Haiti lesen wir hier im Kreis. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die Hand von Haiti mit einem Diamant. Ja, was soll das sein? Ich glaube, es ist ein Anhänger, also ein Ohrring, ein Ohranhänger. Dann haben wir die Montenegro Zero Bonus EP. Haiti lesen wir hier wieder. Und hier haben wir Haiti mit Kopftuch und Sonnenbrille abgebildet. Auf der Rückseite haben wir drei Kreuze abgebildet. Montenegro Zero EP. Und dann haben wir hier die Tracks. Es sind vier Stück. Und hier haben wir sogar die Features auch noch dabei. Und zwar haben wir Features von Jupanta, Viralata, Joey Bargeld, nochmals Viralata und Kulturerbe Achim. In die Bonus-EP habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingehört, muss ich noch machen, daher kann ich zu dieser noch nichts sagen. So sieht das Album aus, also die Bonus-EP, Haiti, wir haben nichts, doch stapeln Bricks. Das Ganze spiegelt ganz stark, also sowohl die Vor- als auch die Rückseite. Bonus-EP wie so oft in einer Papphülle. Dann haben wir das Bonus-Tape, das Untergrund-Weltstar-Tape. Hier haben wir wieder Haiti abgebildet. Kleines Cover inklusive des weinenden Auges. Untergrund Weltstars lesen wir hier. Und hier ebenfalls nochmal Untergrund Weltstars gemixt von Azad John. Mixery 2008 bis 2017. So, wir haben hier keinerlei Info über Tracks, also keine Tracklist etc. Untergrund Weltstars Mixtape, das ist die A-Seite. Und das dann die B-Seite, klassische Kassette, klassisch Tape in schwarz gehalten. Also wenn ihr daheim noch Walkman oder Tape Deck habt, könnt ihr euch das natürlich anhören. Ich werde es einmal ins Tape Deck einlegen und mir das in Ruhe geben. Dann haben wir hier ein Zigarettenetui, passend auch die zwei Zigaretten hier aufgemalt. Also für alle Raucher unter euch, frage, wie das Ganze hier aufgeht.
Ah, okay. Also, das Ganze hat zwei Seiten. Und zwar kann man hier einmal die Zigaretten reinmachen. Ich schätze mal, 10 Stück müssten hier ungefähr reinpassen. Und dann natürlich auf der anderen Seite ebenfalls. Ich für meinen Teil rauche nicht, beziehungsweise nicht mehr. Aber für alle, die rauchen, ist es natürlich eine nette Sache. Beziehungsweise die, die nicht rauchen, können das eventuell ja an einen Raucher, an eine Raucherin weiterschenken. Dann haben wir noch ein Poster. Dieses ist einseitig bedruckt. Und hier lesen wir, keine Zeit, oder vielleicht so besser, also keine Zeit für euch Bitches. Und hier haben wir diverse Abbildungen wieder von Haiti auf dem Boot. Hier unten rechts lesen wir auch nochmal Haiti. Das Ganze hier in lila und weiß hauptsächlich gehalten von den Farben her auf schwarzem Untergrund. Also, zwei kleine Bilder, ein großes Bild und nochmals zwei kleine Bilder. Rückseite blank weiß. Und dann haben wir noch einen, bevor wir zum Tuch kommen, einen Sticker. Montenegro Zero Haiti, relativ schlicht gehalten in schwarz und weiß. Sieht aus wie ein selbstgezeichneter Vulkan. Und das Tuch sieht so aus, so in hellblau bzw. türkis gehalten. In der Mitte lesen wir Montenegro Zero in so rosa Pink. Und das Ganze hat dann so Kettenmuster, verschiedene Schnörkel und Linien. Und es sind diverse Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel Playtime, All Eyes on Me, Feuerzigarette oder Trap Phone. Also das Ganze dürfte Haiti selbst gestaltet haben, selbst bemalt haben. Jetzt schaue ich nur noch kurz, aber es sieht so aus, als hätten wir hier keinen Zettel, also der uns irgendwie Aufschluss darüber gibt, was für ein Material das ist oder wo das Ganze produziert wird. Naja, nicht so tragisch. Wir falten das Ganze mal wieder zusammen. So, und zum Abschluss fassen wir nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Tuch, Halstuch. Dieser Sticker in quadratischer Form in weiß und schwarz. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dieses Zigarettenetui, diese Schachtel. Das Bonustape Untergrund Weltstars. Die Bonus-EP mit 4 Tracks. Die Montenegro Zero oder Zero Bonus-EP. Und natürlich das Album an sich, Montenegro Zero. Das alles in dieser wunderbaren Box, Montenegro Zero von Haiti. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haiti unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.